So, und damit ein herzlich willkommen zur 5. Folge von Gothic 1. Ja, ach, ihr wollt ja mit Lee reden. Gut, da, mit Laris. Ovi. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Okay. Würde ich jetzt auch gerne, aber reden wir weiter. Komm, quatsch mich an. Geh doch. Ja. Ich will mich eurer Bande anschließen. So. Was hast du denn vorzuweisen? Mordrak schickt mich. Er hat mir einen Ring für dich gegeben. Ein wertvolles Stück. Es ist bei uns üblich, einen Teil der Beute mit dem Anführer zu teilen. Aber dass er dir den Ring gegeben hat, zeigt, dass er einiges von dir hält. Ich will, dass du zu ihm gehst und ihm etwas ausrichtest. Sag ihm, ich will jemanden im Sektenlager haben. Die Bruderschaft plant irgendwas Großes. Ich will genau wissen, was da abläuft. Okay, warum auch immer wir jetzt für ihn reden? Was kann ich noch machen? Baal Isidro aus dem Sektenlager hat Kraut im Wert von mindestens 400 Erz bei sich. Ich will, dass du es ihm abnimmst. Egal wie. Wenn du das Kraut hast, verkauf es. Die 400 Erz bringst du zu mir. Dann unterhalten wir uns nochmal darüber, ob du in die Bande aufgenommen wirst. Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Mordrak hat sich für dich eingesetzt, aber du bist noch nicht bereit. Erledige deine Aufgaben. Okay. Wo kann ich hier was lernen? Bei mir. Ich kann dir beibringen, deine Geschicklichkeit und Stärke zu verbessern. Ich will mich Okay, gut. Er kann uns doch leider nichts mehr beibringen. Also nichts, was andere nicht auch können. Oh, ich würde das gerne mitnehmen. Dann verklopft er uns. Also, gucken wir mal. Mit Shrike können wir uns noch nicht anlegen. Alkagan. Nein. Ich würde aber gerne das mit den Tieren lernen, dass wir die ausnehmen können. Das wäre super. Und ich würde keinen Bogen haben. Dann würde ich sagen, die Lurker schaffen wir, glaube ich, noch nicht. Okay, ich habe Shrike geschafft. Sollten wir uns aber erstmal zurücklaufen. Und mal schauen. Und ich verkloppe uns den Typ da unten nicht gleich. Wir haben hier den Timer nicht gestellt. Jetzt aber. Bei direkt in der Länge oder zwei. Ist ja auch egal. Also. Na, greift er uns an? Ich glaube nicht. Wer bist du? Der Reislord. Wahrscheinlich hast du recht. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Warum? Suchst du Arbeit? Verlass dich auf jemanden und du bist verletzt. Okay, wir können auch nicht erworben sein. Ein schwieriger Bauer. Bauer, das ist sowas. Oh. Was machst du hier? Willst du Ärger haben? Verlass dich auf jemanden. Entspann dich. Ich bin neu hier. Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Ich habe einmal getötet. Das war einmal zu viel. Deswegen haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen. Und das war nur gerecht. Was ist passiert? Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Das will ich dir sagen. Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu lassen. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Selbst wenn.
Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? Zur Selbstverteidigung. Dazu musst du nur schnell sein und nicht stark. Glaubst du, dass Schädelspalten besser ist, als seinen Frieden zu finden? Um den Mistkerlen hier zu zeigen, wie man mit mir zu sprechen hat. Und bevor du dich versiehst, bist du nur ein weiterer Mistkerl mehr. Nein, dafür werde ich dir nichts beibringen. Ich hab noch... Und? Nein. Okay. Das war, weiß ich leider nicht mehr. Irgendwas, ich glaube, 5 Stärke, das kriegt man da. Aber ich weiß nicht mehr, was man ihm sagen musste. Naja, haben wir eh noch nicht zur Auswahl. Ich glaube, wir könnten erst einmal wieder zurück zum alten Lager laufen. Und dann mal schauen, dass wir hier noch ein paar EP sammeln. Wir haben jetzt schon 2, meine ich. Ja. Okay, 20 Lernpunkte. Gesundheit gefühlt noch gar nichts. Den Ring haben wir jetzt ja nicht mehr. Da war schon mal 20 Lernpunkte. Hast du noch welche Namen? Nee, ne? Bandit. Torwache. Lass uns lieber über was anderes reden. Okay. Laufen wir doch mal hier lang. Erkunden wir diese Folge ein bisschen. Gewisse Varan dürfen wir uns nicht anlegen. Was ist doch passiert? Speichere ich mal vorsichtshalber. Jetzt müsste die ganzen Gespräche nämlich nochmal führen und ich muss das rausschneiden und das ist auch eine Scheiße. Dann lieber einmal schnell speichern. Da ist dann Hüse, wie sie die. Da, scheiße, nur schön. Da sind wieder diese Memorials oder wie die heißen. Na? Komm. Uiuiui. Oh, nicht zu lieber ran. Noch was. Was ist das? Heilung. Später. Futter ein bisschen Fleisch. Ein bisschen was Futter. Okay, jetzt Angriff 2. Das ist recht fies. Bist du schon gedamaged? Okay, einen haben wir. Super. So, jetzt bin ich weg, ganz tatsächlich. Ich finde, der Varan lässt uns in Ruhe. Sieht gut aus. Okay. Die Höhle, ist da noch irgendwas drin? Da schwebt ein Heiltrank, glaube ich. Ja. Hier ist irgendwas. Allein Heiltrank wäre ein bisschen maul. Erstmal ein Stück Fleisch. Irgendwas Kleines vielleicht? Nein. Gut. Jetzt haben wir, glaube ich, diese Folge ein bisschen EP. Damit wir nachher auch was lernen können. Ein bisschen Gold und mal schauen, was wir interessant kriegen. Da ist noch eine Höhle. Was machen die da? Oh, jetzt haben wir nicht. Ja, gut. Mal gucken, was hier los ist. Was zum Teufel machst du hier? Was? Ey, lass mich in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Der schieße... Oh. Hat er sich beruhigt? Wieso greift er uns eigentlich an? Ja, go! Oh Gott, Scavenger? Vielleicht ist hier im Haus noch irgendwas. Das kann. Da lag ich ja, glaube ich. Okay, hab ich mich doch geirrt. Oh Gott, nein, fall hier nicht runter.
brauche ich eben diese 5 Stärken. Das ist wie die Stärken, die wir wahrscheinlich kriegen. Das wäre super. Aber, anscheinend noch nicht. Das nehme ich schon mal mit. Da ist eine Fackel und ein Krug. Eine Fackel und ein Krug. Alles mit dem, was wir kriegen können. Sklavenmut. So. Vielleicht war die Tilze hier noch ein. Wir müssen hier noch Pilze sammeln. Okay, die haben wir jetzt schon. Da Pflanzenfleisch haben wir, glaube ich, auch genug. 3, glaube ich, sollten wir da noch holen. Kann ich das nicht mehr nachlesen? Nimm ich trotzdem alles. Ah, schnell mal speichern. Bisschen viel. Ja, dann komm mal her. Na, komm her. Na komm. So, ich hau mal noch so um. So, jetzt. Der tötet uns jetzt. Wieder ein paar mehr EP. Das ist schon mal super. Das ist schon mal sehr gut. Und wieder ein bisschen mehr Fleisch, was wir alles noch essen können und halt verkaufen ein bisschen. Die Blutfliegen, ich glaube, die sind auch noch zu stark. Oha, haben wir schon. Oh, ich war jetzt mal. Gut. Ja. Also in der Qualität von meiner Sprache, also der Audiodatei, arbeite ich noch. Ich schaffe mir vielleicht eine, ja, ein bisschen rauslocken. Na komm. Vielleicht wenn die hier ganz draußen noch reicht. Wenn wir sie anlocken. Nein. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ach, jetzt haben wir hier so wieder. Und A. Ah. Okay, das wird also noch nichts. Gut. Jetzt wollte ich ja noch gucken, wie den Wanzen. Das Snuffs-Rezept. Snuffs-Rezept. 3 Fangschutz und 5 Höllenpilze, das haben wir. Können wir also bald wieder abgeben. Wir sollten am besten jetzt noch laufen. Dann können wir uns noch einen Bogen kaufen. Vielleicht. Wenn wir hier noch ein bisschen was finden. Los, jetzt kommen wir Scavenger. Ganz ähnlich. So, das schaffen wir. Besser als erwartet. Also, letzte Folge war das schlechter. Scavenger. Heißt das nicht nur Plünderer eigentlich? Ist ja auch egal. Wieder Blutfliegen. Ich wollte ja nicht zurück, ne? Da kommen wir ja nicht auch wieder irgendwie dahin. Egal. Schauen wir erst einmal. Da war dann noch. Ach ne, wir haben Grafikfehler. Oder ist hier noch irgendwas? Hier muss doch irgendwas sein. Goblins. Ja, gut. Ich werde versuchen, Gothic 1 jeden Tag rauszuhauen. Also jeden Tag eine Folge mindestens. Also FIFA jeden Tag eine Folge so. Und ja, ich weiß immer noch nicht, was wir machen sollen, weil ja, ich habe nicht so viele Augen wie hier. Ich bin ja auch noch klein. Okay, das war jetzt nicht so. Das ist nicht so gut. Es wird spannender. Es wäre sonst zu. Ja. Okay, merken, wenn die so nah zusammenstehen, keine gute Idee. Ja, also nochmal was.
Essen. Ja, die Waffe ablegen. Machen wir jetzt mit der Faust. Wir sind ja cool. So. Wir haben auch schon einen Mist gesammelt an Pflanzen. Jetzt können wir das wieder verkaufen. Das wäre sehr schön. So, komm. Komm her. Jetzt komm! Wieso kann ich gerade nicht blocken? Okay. Ah, Toshi, bitte! Natürlich, wir liegen einfach irgendwo auf 3 Meter weiter. Interessiert sie nicht mehr. Okay, ich will nochmal was essen. Ist gesund wieder tanken. Ja. Jetzt komm her, du scheiß Scavenger. Gut. Aufnehmen, aufnehmen, hat der noch was? Ja. Gut, schaffen wir die Goblins. Ich glaube nicht. Oh, da ist noch ein Skelett. Der wäre super und dann laufen wir diese Folge noch zum alten Lager. Ich hoffe, das wird nicht zu lange. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo wir hier sind. Au! Oh, das ist ein wir müssen unbedingt. Okay, als erstes müssen wir erstmal diesen Einhandkampf lernen. Einfach. Ansonsten wird das hier nämlich nichts mehr. A, B, C, D. Ja. Ach, und ich habe auch gesehen, dass man die FPS-Zahl von Fraps leider in Ladebildschirms, Speichervorgang und im Ladebildschirm. Warum auch immer. Oha. Trank. Sind das nicht noch über uns? Obwohl ich noch, hier, das habe ich gar nicht gesehen. So. Komm mal her. Und eine Beere. Ja. Ist hier noch irgendwas? Ach, Pilze noch? Alles mit dem, was wir kriegen können. Oh, das hasse ich immer an Skyrim oder Oblivion, wenn man da dieses begrenzte Inventar nach Gewicht. Das ist immer sehr, ja, doch anstrengend. Oh Gott! Das wollte ich gar nicht essen, aber ist auch egal. A, B, C, D. Oh Gott, ich weiß nicht bestimmt. A, B, C, D, E, F, G. Und so weiter. Ja. Mal schauen, ob wir den jetzt packen oder ob wir gleich draufgehen. Lass ihn nicht mehr kommen. Ich habe dann eine realistische. Was? Zu packen? Ja, klar. Super. Profis. Ja. Also, wie man sieht, ich bin sehr gut. Oh, das wird, glaube ich, das wird jetzt 20 Minuten voll bestimmt. Können wir an dem einfach vorbeilaufen, vielleicht? Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Scavengers. Pilze. Oha. Die müssten wir eigentlich alle mitnehmen, weil wir die EP halt brauchen. Hab auch vorhin gesehen, dass wir Stufe 5 benötigen für den Beitritt irgendwo. Das wäre schon ganz gut, wenn wir dann noch ein bisschen höher wären. Weil wir nicht dementsprechend höher haben. Oh Gott, nein. Oh nee, ne? Oh nee, da springt uns der scheiß Wolf in den Rücken. Okay, merken, gleich weiterlaufen, nicht stehen bleiben. Ach, zu Aiden. Aidan, hätte ich auch noch. Komm, go, 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 go. Lass mich in Ruhe. Kommt er uns hinterher? Nee, ne? Nee. Jetzt krieg ich das mal hier ein bisschen was. Oh Gott, da war wieder dieser Dreckswolf. Scheint mir das hier runter zu... Ist doch egal!
sagen wir, eine filmreiche Flucht. Also nur für EP. Läuft der blöde Wolf hier noch rum? Ich glaube nicht. Ich hoffe nichts mehr, dass nichts anderes kommt. Okay, die einzelnen Profile könnten wir allerdings schaffen. Okay, Gott. Okay, nein, 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 das ist zu viel. Okay, gut, wir brauchen wohl diese wilde Rüstung. Oder eine viel stärkere Waffe. Nachschafft ihr bei den Wolf? Danke. Leider keine EP, das ist doch blöd. Lass mich vorbei! Beruhig dich mal. Hallo, ey, schreit ihr uns hier einfach an. Ist da nicht auch noch welche? Ich kann wieder reinkommen. Was ist mehr wert? Jetzt gucke ich jedes Mal hin, ne? Zu den Papieren sind nicht so viel wert. Das sind ein paar mehr. So. Einmal springen und weiter geht es. Yeah. Komm her. Guck mal, das ist so eine. Wir haben hier eine richtige Tür, die Scavenger, die erst den Kopf nach hinten nehmen. Außerdem habe ich da zum. Also diesen Rhythmus, wie in diesen Zuschlagrhythmus im Gefühl. Aber das ist gut. Die können wir also schon mal schaffen. Das ist super. Ist hier sonst noch irgendetwas? Nein. Wir merken, dass die drei von diesen Viechern rumlaufen. Ja, würde mir auch nicht aufhören. Also. Oh, 44 Fleisch sind es wunderbar. Gut, dann laufen wir erstmal wieder ins alte Lager. Schauen mal. Da steht eine Kiste, aber die machen wir nicht heute. Denn ich muss langsam die Aufnahme beenden. Das soll nicht den Namen. Ja, das ist der Mann. Das ist nicht der Gegner. Stimmung. Das ist. Da ist die. Nicht alles glauben, was man hört. Können wir mal irgendwas Neues erzählen vielleicht? Früher wäre das ganz anders. Mach's gut. Turus können wir. Ach, den können wir noch was erzählen. Dann können wir die Quest noch ein bisschen abgeben. Oh, ich will das ja nicht erst machen. Nein, aber das machen wir in der nächsten Folge. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Gothic 1. Bis dann!